Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute gibt es ein neues Video und das Thema heute ist meine 5 Lieblingsperspektiven für Weitwinkel. Bleibt dran! Dieses Video mache ich nicht freiwillig. Ich habe mich letzte Zeit geoutet als Standard-Zoom-Typ. Und mir hat gesagt, okay, damit du nicht rostest, mach mal ein Video über Weitwinkel. Da habe ich gedacht, okay, ich mache ein Video mit Weitwinkel. Ich lasse mich gerne überreden und deshalb habe ich jetzt folgende Ausstattung dabei. Ich habe mein iPhone 13 Pro, zeige ich euch gleich, das hier, ja, aber nicht 13 Pro, sondern 13 Pro Max, das ist egal. Ich werde heute damit nicht fotografieren. Ich werde fotografieren mit folgendem Equipment. In der Peak Design Tasche Everyday Sling 3 Liter, ist das 3 Liter? 6 Liter, sorry, zur Verfügung gestellt von Enjoyo Camera, habe ich jetzt meine Sony Alpha 7C und Sony hat uns jetzt ein Objektiv zum Testen geschickt, 16 bis 35 G-Linse Blende 4, Power Zoom. Das heißt, dieses Objektiv ist jetzt komplett elektronisch und wir drehen jetzt hier nicht einfach so, sondern wir bedienen hier diese Wippe für kürzere oder für längere Brennweite oder wir können das mit dem Ring bedienen. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Objektiv getestet während unserer Fotoakademie Barcelona und Fotoakademie Del Mar. Und ich muss sagen, interessante Konstruktion, wiegt nur 350 Gramm, kostet aber 1500 Euro. Klar, es ist natürlich nicht billig, aber die Qualität ist nicht schlecht und ich muss sagen, bei Weitwinkel kann ich gerne auf 2,8 Blende verzichten. Mir hat gesagt nein, also er möchte 2,8 haben, aber wegen kompakter Abmessung, wegen Leichtigkeit würde ich sagen, okay, ich kann mit diesem Objektiv sehr gut arbeiten. Ich werde jetzt keinen ausführlichen Testbericht zu diesem Objektiv machen. Dazu gibt es schon einige Videos, zum Beispiel von unserem Kollegen Martin Krollop. Der hat zu diesem Objektiv ein Review gemacht. Viele Grüße an Martin an dieser Stelle. Und da hat er wirklich alle technischen Details erklärt und hat auch gesagt, dieses Objektiv ist eher für Videoleute gedacht. Aber ich werde mit diesem Objektiv heute fotografieren und meine Aufgabe ist heute, euch meine 5 Lieblingsperspektiven für Weitwinkel zu erklären. Ich mache erstmal meine Tasche zu und wir beginnen mit der ersten Perspektive. Hier ist eine kleine Gasse oder eine Straße, nicht weit vom Castell. Gut, da steht ein Auto, aber das stört mich jetzt nicht wirklich, weil ich werde jetzt eine Totale machen. Ich fotografiere mit Blendenvorwahl. Ich nehme jetzt Blende 8. Übrigens, Blende kann man hier mit dem Ring einstellen oder wenn man auf A setzt, dann kann man Blende auch mit dem Rädchen einstellen. Das ist mir ein bisschen, wie soll ich sagen, gewöhnlicher. Also ich bin gewohnt, mit dem Rädchen Blende einzustellen, obwohl mit dem Ring auf dem Objektiv geht das natürlich auch. Und die erste Perspektive. Ich möchte hier keine großen Verzerrungen haben. Deshalb fotografiere ich jetzt so, dass ich etwas längere Brennweite nehme. Im Sucher wird mir gerade angezeigt, 26 mm. Und mit dieser Perspektive, ihr seht wahrscheinlich, ich halte die Kamera ziemlich weit hoch, um stürzende Linien zu vermeiden. Das ist jetzt meine Perspektive für Straßen, für Straßenschluchten. Und ihr seht, so ein bisschen kippt das Gebäude links, aber ich kann das in Kamera RAW oder in Lightroom sehr gut gerade ausrichten. Und Blende 8 ist nicht umsonst. Ich möchte jetzt komplette durchgehende Schärfe haben und ich möchte Himmel später austauschen, weil das Wetter ist bescheiden und deshalb möchte ich jetzt nicht irgendwelche Experimente machen. Himmel wird ausgetauscht und basta. Wer mit uns zu den Workshops war, in Deutschland oder in anderen Ländern, hat wahrscheinlich festgestellt, ich fotografiere gerne aus tiefer Perspektive und nehme zum Beispiel ein Rad mit. Ja, das ist natürlich ganz interessant, weil wir haben hier eine ungewöhnliche Perspektive mit zwei Motiven. Einmal das Auto oder das Rad und einmal die Hintergrundmotive. Ja, also hier haben wir eine Straße mit einem Gebäude mit zwei Schornsteinen, sieht sehr gut aus. Und ich positioniere mich so, dass ich wirklich von unten fotografiere. Ihr seht wahrscheinlich, ich löse mit dem Daumen aus. Das ist meine Technik. Ja. Aber einige haben schon festgestellt, das funktioniert sehr gut. Und ich fokussiere auf das Rad. Gut, idealerweise ist das natürlich so, dass ich das Rad ein bisschen flacher gestalte. Zum Beispiel so.
Aber hier in diesem Fall klappt das nicht ganz, weil das Auto verdeckt dann das Gebäude. Und das ist ein bisschen schade. Ich kann natürlich das andere Rad nehmen, vielleicht hier. Das sieht vielleicht sogar besser aus. Ja, auch nicht ganz, aber trotzdem eine interessante Perspektive. Gut, diese Stadt, wo wir jetzt gerade fotografieren, Calafell, ist nicht gerade New York, aber man kann trotzdem eine Perspektive aus der Tiefe finden, wo wir das Rad vom Auto und den Hintergrund kombinieren können. Und dabei möchte ich noch Folgendes betonen. Wenn wir so eine Perspektive nehmen, achtet darauf, dass das Rad bzw. die Felge nicht abgeschnitten sind. Wenn das abgeschnitten wird, dann wird das vielleicht nicht ganz so cool aussehen. Ihr könnt natürlich abschneiden, aber nicht oben und nicht unten, sondern vielleicht von der Seite. Ich werde jetzt hier nur das Logo von Mercedes nehmen, übrigens keine Produktplatzierung. So, also ich habe jetzt hier fokussiert und das sieht nicht schlecht aus. Das ist die Perspektive von unten mit einem Vordergrundobjekt und zwar mit einem Rad oder Radfelge. Jetzt kommen wir zu einer Perspektive, die Micho sehr gerne benutzt. Gut, ich natürlich auch, weil wir sind Kreativstudio Pavel Kaplun. Ja, Micho? Micho nicht gerade. Super. Wir haben hier ein Gebäude. Ich stehe an der Ecke von diesem Gebäude und hier oben ist irgendwas. Sieht aus wie eine Laterne oder ein Nest. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist eine gewollte Abwechslung. Ich fotografiere jetzt schräg, also hier nach oben. Und nehme den Hintergrund, also im Hintergrund ist die Straße mit dem Baum, das nehme ich natürlich mit. Und die Diagonale baue ich jetzt in das Bild ein. Und zwar sieht das so aus. In linke obere Ecke positioniere ich jetzt diese Laterne oder was auch immer das ist. Und diese Schlucht, also diese Straße, der Himmel, das sieht man quasi als Diagonale im Bild. Und das ist eine Perspektive, die wir sehr mögen. Nicht nur hier, wenn wir zum Beispiel irgendwo in einer Stadt sind, wo viele große Häuser stehen. Wir können einfach auf die Kreuzung uns stellen und mit kurzer Brennweite, also ich habe jetzt hier die kürzeste Brennweite, die ich zur Verfügung habe, 16 mm, die kürzeste Brennweite nutzen wir dafür, um quasi so ein Kreuz im Himmel zu zeigen. Also wenn Gebäude, wenn die Straßen eng sind und Gebäude nah zueinander stehen, dann können wir die Formen im Himmel zeigen. Gut, der Himmel ist heute ein bisschen bescheiden, aber bei schönem Himmel mit Wolken kann man natürlich ganz tolle Bilder machen. Wenn ein Vogel zufällig vorbeifliegt oder ein Flugzeug, dann sieht das natürlich noch besser aus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir den Vogel oder das Flugzeug später einbauen. Auf jeden Fall, diese Perspektive ist absolut interessant und ist eine schräge Perspektive, die wir sehr gerne für Gestaltung unserer Bilder nutzen. Die nächste Perspektive, die wir mögen, das ist eine Perspektive, die ein Gebäude separiert. Wir nennen diese Perspektive liebevoll auch Flat Iron Building. Gut, das ist nicht Flat Iron, aber mit einem Weitwinkel, und zwar mit 16 mm, kann ich das Gebäude so aussehen lassen, dass es schmaler wirkt und freigestellt. Wir haben links und rechts Straßen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit 16 mm im Querformat fotografiere, dann sieht das nach nichts aus. Ich kann natürlich sagen, okay, ich fotografiere die Treppe, aber das ist nicht die Perspektive, die ich mag. Ich mag die Perspektive jetzt im Hochformat und ich fotografiere so, dass die Kante von dem Gebäude exakt durch die Mitte des Bildes geht. Und das geht bei 16 mm wunderbar. Ich gehe jetzt hier ein bisschen zurück und das ist wirklich absolut genial. Also wir haben eine Umrahmung von den Treppen, also links und rechts haben wir Treppen, links größere Treppe, rechts kleinere Treppe. Wenn ich das Bild so anschaue, das Gebäude ist exakt mit der Kante in der Mitte und das ist exakt das, was ich haben wollte. Hier ist natürlich auch absolut einfach, den Himmel auszutauschen, entweder in Luminar oder in Photoshop. Das geht super, weil wir sehr schöne Kontraste haben. Hätte ich jetzt blauen Himmel mit Wolken, hätte ich das so gelassen. Oder hätte ich dramatischen Himmel mit Gewitterwolken, dann hätte ich das auch so gelassen. Aber hier klar, also der Himmel wird ausgetauscht. Und merkt euch, kurze Brennweite, Hochformat, Gebäudekante exakt in der Mitte vertikal. Nächste Perspektive, die wir mögen, abfallende Straße oder aufsteigende Straße. Nach Möglichkeit mit Straßenbiegung. Und das ist hier genau der Fall. Ihr seht also, die Straße macht so eine leichte Rechtsbiegung und als Bonus haben wir hier einen Baum mit pinkfarbenen Blüten. Super schön.
Ich benutze hier die längste Brennweite, die ich habe, und zwar 35 mm und fotografiere im Hochformat, sodass ich stürzende Linien vermeide. Bei der ersten Perspektive habe ich das auch so ähnlich gemacht, aber da war die Situation ein bisschen anders. Also hier haben wir so eine gewollte Biegung und durch diese gewollte Biegung, durch abfallende Straße, haben wir mehr dreidimensionale Wirkung. Wie sieht das in der Praxis aus? Genau so. Schaut mal, ich habe diese Biegung im Bild. Ich habe Drittelregel, also die Mitte mit dem Himmel ist quasi ein Drittel vertikal. Die Straße unten ist ein Drittel horizontal. Und alles, was wir über dem Baum sehen, ist noch ein Drittel horizontal, aber oben. Super Sache. Wenn ich jetzt das so angucke, dann kann ich gleich sagen, ey, super genial. Ich kann jetzt die Blüten ein bisschen einfärben oder ich kann sie ein bisschen intensivieren. Sehr schön. Ich entferne die ganzen Sachen, die mir nicht gefallen, zum Beispiel Kabel und Antennen. Geht übrigens sehr gut mit Luminar Neo. Und ja, da haben wir quasi noch ein Motiv. Das sind im Prinzip jetzt fünf Perspektiven, die wir fast immer verwenden. Wenn wir zu Workshops gehen, wenn wir selbst fotografieren oder wenn wir zum Beispiel ein Buch schreiben wie moderne Architekturfotografie, was ich euch absolut empfehlen kann. Und was ich euch noch empfehlen kann, unsere Kaplun Kreativakademie. Wir haben jetzt die ersten zwei Module, Modul 1 und Modul 2. Und insgesamt wird es in diesem Jahr 6 Module geben und da könnt ihr natürlich sehr viel lernen, wie ihr kreativ fotografiert, wie ihr Motive perfekt in Szene setzt und wie ihr Motive auf eine ungewöhnliche Art interpretiert. Also die ersten zwei Module sind sehr gut angekommen. Danke an dieser Stelle für euer Feedback. Und ja, die nächsten 4 Module lassen nicht lange auf sich warten. Ja. So viel zu diesem Thema. 5 Perspektiven mit Weitwinkel, die wir mögen. Das ist kein super Weitwinkel, das ist klassischer Weitwinkel 16 bis 35 mm, durchgehend Blende 4, Power Zoom von Sony. Vielen Dank an dieser Stelle an Sony für zur Verfügung stellen von diesem Objektiv. Hat mir sehr gefallen, vor allem was mir gefällt, kleine Bauweise, das Objektiv wird nicht länger, wenn man zoomt, ja, und leicht und wirklich. Also nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ob ich es kaufen würde, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, weil der Preis von 1500 Euro ist doch ein bisschen viel. Außerdem haben wir verschiedene Objektive bei uns im Park, zum Beispiel 12-24. Und da habe ich natürlich mehr Brennweite, wenn ich spektakuläre Aufnahmen machen möchte. Aber das hier in erster Linie an Videoleute gerichtet, aber wer dieses Objektiv hat, kann natürlich damit auch gute Fotos machen und die Fotos habt ihr gesehen. Übrigens, wie immer bei unseren Videos, stellen wir die Fotos, die wir heute gemacht haben und noch ein paar andere Fotos für unsere Kanalmitglieder im RAW-Format als Download zur Verfügung, damit ihr selbst machen könnt, damit ihr selbst euch euer Urteil bilden könnt, wie das Objektiv sich schlägt in Kombination mit dieser Kamera. Also Link ist unten und wer noch kein Kanalmitglied ist, kann natürlich gerne Kanalmitglied werden, weil Kanalmitglieder unterstützen uns bei unserer Arbeit, wenn wir unsere YouTube-Videos produzieren. So, das Auto kommt jetzt, wird uns jetzt abholen oder überfahren, ne? Wahrscheinlich nicht. Wir fahren jetzt selbst zurück. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid fleißig, fotografiert schön, seid kreativ, bearbeitet eure Bilder und lernt immer was dazu. Vergesst nicht, Oma zu grüßen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.